Erkältung schnell loswerden. Erkältung schnell loswerden, hat es dich gerade erwischt und du möchtest wissen, wie du schnell wieder fit wirst, weil du hast entweder ein schönes Wochenende vor dir, einen Termin, den du gerne wahrnehmen würdest oder einen wichtigen Termin, den du unbedingt fit und gesund wahrnehmen musst. Möchtest du die paar Tipps haben, um deine Erkältung schnell loszuwerden? Dann schau dir das Video zur Erkältung von mir an. Mein Name ist Frank Buflepp und ich bin Apotheker aus Leidenschaft. Mein erster Tipp, wenn es dich so richtig erwischt hat, wenn die Erkältung so richtig durchkommt und du sie schnell loswerden möchtest, ist, dass du morgens, wenn du aufstehst, dich richtig heiß duschst. Fang langsam an mit warm, richtig heiß. Warum? Weil die Blutzirkulation im Körper maximal wird. Das heißt, dein Blut zirkuliert und dein Abwehr wird hochgefahren. Das ist der erste Tipp, den ich an dich habe. Schön heiß duschen. Und wenn du möchtest, abends noch ein Erkältungsbad nehmen mit ätherischen Ölen, so ungefähr 10, 15, 20 Minuten, um den Körper runterzufahren. Das ist der erste wichtige Tipp für den Tagesstart. Dann, der zweite wichtige Tipp ist, unglaublich viel trinken. Ich sehe es immer wieder, die Leute trinken zu wenig. Da kannst du alles machen. Tee, da kannst du die Hausmittel nehmen, ja, mit Honig, mit Zitrone. Da kannst du mit Kurkuma, da kannst du auch scharfen Tee nehmen. Du kannst Wasser trinken, du kannst Apfelschorle trinken, du kannst selbst Kaffee trinken. Hauptsache, du trinkst. Warum ist es so wichtig? Das ist eine Befeuchtung der Schleimhäute von innen. Und das ist ein entscheidender Booster, um schnell wieder fit zu werden. Und dann der dritte Punkt, den ich empfehle, um Erkältungen wirklich schnell und rasant wieder aus dem Körper herauszuziehen, der ist, dass du viel schläfst. Schlafen ist die beste Medizin, den Spruch kennst du mit Sicherheit. Ich empfehle über 10 Stunden Schlaf. Den musst du nicht am Stück machen, weil wenn du es am Stück machst, ist es manchmal auch ermattend. Du kannst 8 Stunden solltest du am Stück schlafen und dann über den Tag verteilt nochmal, dass du über 10 Stunden schläfst, weil der Körper sich dann einfach richtig gut regenerieren kann. Er kann so richtig gut wieder, sag ich mal, den Booster, das Immunsystem hat dann die Kraft, dagegen zu arbeiten, gegen den Virus, gegen den grippalen Infekt, gegen die Erkältung. Und die Erkältung soll ja schnell wieder weggehen. Das ist ja entscheidend. Dann raffe dich auf für einen Spaziergang. Zieh dich schön warm an, auch wenn es regnet. Die frische Luft und die Bewegung, die wird es dir danken, dass du den Körper ein bisschen hochfährst, dass du einfach sagst, hey komm, ich laufe ein bisschen. Nicht starken Sport, sondern einfach nur spazieren gehen an der frischen Luft. Und lüfte viel. Das ist entscheidend. Jetzt wirst du dir denken, ja, aber reicht das? Natürlich gibt es noch verschiedene Hausmittel, wenn dich das interessiert, mache ich auch mal noch ein Video dazu. Und du sagst ja, ich bin Apotheker, was kannst du mir denn empfehlen? Also mein Tipp an dich ist, es wird ja immer gesagt, boah, Apotheke, das hilft dir alles nichts gegen die Erkältung. Und da haben die meisten auch recht, gegen die Erkältung, dass die schneller weggeht, gibt es nur ganz wenige Sachen, wie Zink, das getestet wurde, oder Umkaluabo. Aber, und das empfehle ich dir, weil das ist das, was mir gut hilft. Und deswegen kann ich es auch für dich ohne schlechtes Gewissen empfehlen. Schau, wie eine Erkältung anfängt. Normalerweise Schnupfen, Halsschmerzen, dann trockener Husten, dann produktiver Husten. Das sind die Schritte. Und ich würde immer gucken, dass ich die Symptome behandle. Dass du die Symptome nicht durchleben musst. Dass du nicht dich quälen musst. Also wenn du, sag ich mal, starke Schmerzen hast, Halsschmerzen, nimm doch, wenn du Ibuprofen gut verträgst, nimm doch Ibuprofen. Das nimmt die Entzündung, da geht es dir besser. Das wäre zum Beispiel da sehr, sehr gut. Wenn du Schnupfen hast und kannst nicht schlafen, dann nimm etwas gegen Schnupfen. Da gibt es Tabletten, da gibt es aber auch das Nasenspray. Ich würde immer die Kombination zur Befeuchtung der Nasenschleimhäute nehmen und dass die Nase frei wird. Weil das Allerwichtigste, haben wir ja gehört, ist, der Körper erholt sich im Schlaf. Und du kannst nur gut schlafen, wenn du Sauerstoff bekommst. Und der letzte Punkt, Husten. Da musst du unterscheiden. Zur Nacht würde ich den Reizhusten stillen durch das Bad mit ätherischen Ölen. Hast du es schon super gut gemacht, weil die Alveolen frei werden. Aber nimm doch einen Husten stiller zur Nacht und für den Tag kannst du auch einen Hustenlöser nehmen. Ja, ich bin Apotheker. Ich sage dir, die Erkältung wird eine gewisse Zeit dauern, aber du kommst viel angenehmer durch. Du schaffst es einfach, dich viel besser zu fühlen. Und ist es das nicht wert, dass du ein paar Stunden mehr hast für dich, wo es dir einfach wieder besser geht und du weißt, die Erkältung, die tut dir gar nicht weh? Also, schreib mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, wie du das Video findest. Gib mir einen Daumen hoch, wenn es dir gefallen hat und ich bedanke mich.
bei dir, wenn du meinen Kanal abonnierst oder einfach nur einem Freund Bescheid gibst, dass es ein super Kanal ist. Ich freue mich auf das nächste Mal mit dir. Mach's gut, dein Frank, und wir sehen uns.